Hallo euch allen, das sind wir wieder bei Man in NFL 19. Wir sind zurück beim Team of the Year, haben die zweite Challenge des Tag 7 zu spielen und oh, wir liegen mit 3 Punkten im dritten Quarter zurück. Huiuiuiui. Sollen das Spiel noch drehen und gewinnen? Wie gesagt, mache ich mir auf der Rookie-Stufe nicht wirklich so den Kopf drum. Das müsste schon hinzukriegen sein. Ja, die neuen Legends diese Woche, Sucks und Greg Olsen, sind schon großartige Spieler. Ich warte ja immer noch verzweifelt auf Jason Witten, aber irgendwie kommt er nicht. Da kann ich machen, was ich will. Das würde mein Tight End Problem entschärfen, wobei jetzt mittlerweile Jarwin ja hinter Sharp ein guter Nummer 2 Tight End ist. Ich will mich also gar nicht beschweren. Eddie George Terrell Owens, Amari Cooper hier auf Seiten meiner Cowboys, Bobby Wagner, Todd Gurley und Drew Brees beim Team of the Year. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier haben. Wir haben einen ersten Versuch und 10 an der 38-Yard-Linie des Team of the Years. Die liegen mit 3 Punkten vorne. Wir haben noch 1,48 im dritten Quarter zu spielen. So. Ich glaube, da können wir doch mal ganz geschmeidig erstmal auf unser Laufspiel setzen. Heißt, wir drücken Eddie George den Ball in die Hand. Wir brauchen noch so 4, 5 Yards für einen ganz sicheren Field Goal Versuch. Die haben wir. Und Eddie George kommt bis an die 12 Yard, denn wir sind in der Red Zone des Team of the Years. Das ging mal schnell. Erster Versuch und 10. Wir laufen jetzt mit Ezekiel über die rechte Seite. Schöner Block. Kommt bis an die 3-Yard-Linie. Heißt, wir haben einen zweiten Versuch und 1. Wir laufen jetzt einen Toss über die Außen, über Eddie George. Los geht's. Da ist eine Lücke und da ist Eddie George in der Endzone. Touchdown Cowboys. Und schon haben wir aus dem Rückstand eine Führung gemacht. Wenn der PET jetzt gleich hier sitzen sollte. Aber sogar noch ein Pünktchen mehr. Wir sind jetzt nämlich mit 4 Punkten in Führung. Es steht 19 zu 15. Wir sind immer noch im dritten Quarter. Aber den Rückstand haben wir doch mal ratzfatz aufgeholt. Das ging schnell. So, der Kick ist unterwegs. Geht bis an die 2-Yard-Linie. Boah, was für ein Hit. Der hat beim Zugucken, beim Zuhören hat der wehgetan. So, wir stellen unsere Defense ein. Ah, Strip Ball. Komm, ich probiere nochmal. Ich habe nicht gesehen in den Stats, wir müssen noch enorm Fumbles entsprechend forcieren und erobern. Erster und 10 an der 22-Yard-Linie. Walker geht in Motion. Laufspiel Todd Gurley bis an die 24-Yard-Linie. Heißt, wir haben jetzt einen zweiten Versuch und 8. Die Sekunden tickern hier langsam runter. Dürfte also jetzt gleich der letzte Spielzug hier im dritten Quarter sein. Wow, was für ein Pass! Und direkt die erste Face Mask Strafe. Ne, ich nehme was wieder raus. Das ist, da bin ich zu genervt von. Ja, Xavier Woods, das warst du. War die letzte Aktion im dritten Quarter. Wir gehen rüber ins vierte und stellen mal eben unsere Defense wieder auf friedlich ein. So. Habe ich keinen direkten Man-to-Man-Coverage-Blitz, deswegen nehmen wir einen per Audible, den an den Thunder Smoke haben wir ausgewählt. Erster und 10, Ball ist an der 48-Yard-Linie, an meiner 48-Yard-Linie. Vollständiger Pass von Breeze.
Ball ist an der 42-Yard-Linie. Zweiter Versuch. Wichtig ist natürlich, das Team of the Year braucht jetzt hier einen Touchdown. Ein Field Goal mit 3 Punkten nutzt ihnen mal so überhaupt nichts. 2. und 4. So, 3. Versuch und 4. Ball ist an der 42-Yard-Linie. Vollständiger Pass. Das macht Brees sehr gut. Das dürfte ein neues First Down sein. Ja, 1. Versuch und 10 an der 36-Yard-Linie. Im Field Goal Range wären sie jetzt. Gut, mit dem Kicker, den sie haben, waren sie quasi schon vor 10 Yards. Aber sie brauchen einen Touchdown. Incomplete Pass von Brees. Der war nicht sehr gut geworfen. Bedeutet 2. und 10. Brees wirft. Boah, das ist wieder ein vollständiger Pass. Und da hat sich Sanders aber mal komplett vertan. Touchdown Tyreek Hill. Und das Team of the Year holt sich die Führung zurück. Führen jetzt mit 2 Punkten. Der PET. Fast geblockt. Da fehlte nicht viel. Aber er war gut. 22 zu 19. Sie haben eine 3-Punkte-Führung. 43 Sekunden noch zu spielen bis zum 2-Minute-Warning. So, Sanders nimmt den Ball auf einer eigenen Goal-Line. Läuft jetzt rüber auf die linke Seite. Kommt nicht in den Spin-Move. 1. und 10 an der 24-Yard-Linie. So, dann schauen wir mal, was wir hier im Angebot haben. Level Sail heißt, wir attackieren die rechte Seite. Mit Sharp und mit Elliott. Keyshawn Johnson ist so ein bisschen meine Sicherungsoption bei der Nummer. Ja, da ist Ezekiel Elliott Mutterseelen alleine. Zweimal Spin-Move und dann ist keiner mehr da, der ihn hätte aufhalten können. Das ist ein Touchdown. Schon haben wir uns die Führung wiedergeholt. Wohl dem, der einen Ezekiel Elliott im Backfield stehen hat. Kick ist unterwegs, der ist auch gut. Er steht 26 zu 22. So, Kick ist unterwegs. Geht bis an die 2-Yard-Linie. Der Return. Boah. Hat er sich aus 2 Tackle-Versuchen aber mal locker befreien können. Erster Versuch 32-Yard-Linie. Wir haben noch 21 Sekunden zu spielen. Hier im. Whoop, so rum vor dem 2-Minute-Warning. So ist der Satz richtig, so macht er so. Vollständiger. Boah, der war sehr stark geworfen. Zwischen 2 Verteidigern hindurch. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Pass auf Tyreek Hill von den Kansas City Chiefs. Bedeutet, wir haben einen 2. und 3, aber da war besagtes 2-Minute-Warning. Weiter und 3 in der 39. Vollständiger Pass, guter Tackle. Third and inches. Mutterseelen alleine. Touchdown Team of the Year. Das gibt's. Was ist denn heute los hier? George Kittle, der Kittle George. Unglaublich. Unglaubliches Play. Wieder der PET. Wieder ist er knapp gut. Und sie gehen wieder mit 3 Punkten in Führung. Die Mutterseelen allein der war. Das ist ja unfassbar. So, der Kick bis weit in die Endzone.
Sanders wieder mit dem Return, orientiert sich gleich rüber auf die linke Seite, bekommt da ein paar schöne Blocks. Sehr schöner Spin-Move und da ist keiner mehr. Das ist ein Kick-Off-Return-Touchdown. 104, 105 Yards. Eine Riesennummer von Deion Sanders. 104 Yards waren es. Das ist mal ein Statement. So, damit gehen wir wieder in Führung. Also punktemäßig sind wir hier gut dabei. Der Kick ist unterwegs, ist gut. Es steht 33 zu 29, das heißt, gleiche Konstellation. Das Team of the Year braucht wieder einen Touchdown. So, der Kick ist unterwegs, geht bis an die 1-Yard-Linie, wird dort aufgenommen. Der Return läuft und endet an der 33-Yard-Linie. 1 Minute 24 hat das Team of the Year jetzt noch Zeit. Eine Auszeit haben sie nicht mehr. Sie müssen also auch die Uhr im Auge behalten. So, erster Versuch und 10. Los geht's. Vollständiger Pass von Brees. No Huddle Offense jetzt natürlich. Und der ist intercepted. Deion Sanders ist da einfach stehen geblieben. Hat ge und das ist eine Pick 6. Das ist eine Vorentscheidung. Da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen über die Brüstung. Denn wir führen jetzt mit 11 Punkten, haben also ein Two-Score-Game und es sind nur noch 1 Minute und 5 Sekunden zu spielen. Das Team of the Year hat keine Auszeiten mehr. Jetzt muss Drew Brees, müsste er sehr, sehr schnell scoren, damit sie hier noch eine Chance haben. Das Gegenteil ist der Fall, ein Fumble und der wird erobert. Das heißt, wir kommen direkt wieder mit unserer Offense aufs Feld. 1 Minute noch zu spielen, Ball ist an der 23-Yard-Linie. Eddie George knockt da wieder 3 Verteidiger weg, danach erst wird er getackelt. Ball ist an der 6-Yard-Linie. First and goal damit. Wir laufen über die linke Seite mit Eddie George. Ist jetzt unterwegs und in der Endzone. Jetzt lege ich mich nicht noch fest, dass es eine Vorentscheidung ist. Das war die Entscheidung, definitiv. Das Ding ist jetzt durch hier. Es steht denn 47 zu 29, also eine 18-Punkte-Führung. Und die holt auch ein Drew Brees, die holt auch ein John Mann an der Seitenlinie mit seinem Team nicht mehr auf. So, der Kick ist unterwegs. Geht bis an die 1-Yard-Linie. Der Return endet an der 24. Viel Druck auf Brees, der wirft den Ball weg. Incomplete Pass heißt, es gibt direkt einen zweiten und 10. Incomplete Pass, also das war kein Sack mit einem Fumble, sondern Brees hat den Ball ja noch in der Wurfbewegung nach vorne geführt. Deswegen ist es ein Incomplete Pass. Dritter und 10. Ball ist an der 24-Yard-Linie. Wieder viel Druck auf Brees. Der bringt den Ball an. Aber Tyreek Hill kann ihn nicht festhalten. Heißt, wir haben einen vierten Versuch und 10. Und wieder so ein Ding. Und wieder ist da hinten kein Receiver. Kein Verteidiger. Aber diesmal können wir ihn Gott sei Dank in Güte. Das sind aber auch Dinger.
First and Goal an der 5. Hätte ich mir vielleicht mal angucken können, was das für ein Spielzug war, damit ich ihn um Himmels Willen nie wieder rauspacke. 10 Sekunden haben wir noch zu spielen. Das ist kein Touchdown, die Uhr läuft jetzt runter. Und das Spiel ist aus. Wir schlagen das Team of the Year in der zweiten Challenge des siebten Tages. 47 zu 19. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.